Kinder gehören zu den besonders vulnerablen Gruppen, wenn sie krank werden. Alleine schon ein Spitalsaufenthalt ist für ein Kind immer ein dramatisches Ereignis, auch wenn Eltern dabei sein können. Es sind auch Kinder mit dieser Coronavirus-Erkrankung schwer krank geworden. Gott sei Dank sehr selten, aber ganz, ganz viele Eltern warten schon hart auf die Impfung, um die Kinder gut schützen zu können und auch um ihnen ein sozusagen normales Leben mit Gleichaltrigen ermöglichen zu können. Wir alle warten hart auf die Zulassung und die ist jetzt gekommen, auch für Europa, nicht nur in Amerika, die Notfallzulassung. Man kann also sagen, der Impfstoff ist bestens erprobt. Wir sind, wie es alle Regeln der Wissenschaft und für Studien erfordern, alle Erwachsenenstudien gemacht worden, es sind alle Studien gemacht worden mit größeren Kindern und es sind am Schluss auch groß angelegte Studien mit kleineren Kindern von 5 Jahren aufwärts bis 12, die 12-Jährigen dürfen ja schon länger, gemacht worden. Man hat überall gesehen, die Impfung ist hochwirksam und der Impfstoff ist sehr sicher, hat ganz wenig Nebenwirkungen. Wenn man ein paar einfache Regeln beachtet, dann kann wirklich nicht viel passieren. Es ist wichtig, dass sich die Kinder schonen, die ersten 3 Tage wirklich sehr schonen. Eine weitere Woche keinen Leistungssport, was ja manchmal bei den unter 11-Jährigen auch schon der Fall sein könnte. Und wenn ein Kind Impfreaktionen hat, dann kann man helfen mit entweder ein bisschen Mexalen oder Nurreflex. Also die Substanzen sind Paracetamol und Ibuprofen, das kann man geben. Und das Kind beruhigen, viel zum Trinken geben. Und dann ist auch eine Impfreaktion, eine mögliche, ausgestanden. Ich kann nur alle einladen, zu kommen. Schwarz wird eine Impfstraße haben, speziell für Kinder. Es sind Kindergärtnerinnen, die sich um die Kinder vorher und nachher zusätzlich zum Krankenpflegepersonal kümmern. Es sind Kinderärzte vor Ort, die noch einmal auf Spezialfragen eingehen können. Es sind erfahrene Praktiker da, die viel Erfahrung mit Kinderimpfungen haben, die auch alle Fragen beantworten können. Und wir hoffen, dass wir dann wirklich guten Zulauf haben von jetzt weg, seit die Impfung freigegeben ist. Viel mehr, denke ich, ist im Moment nicht dazu zu sagen, außer nehmen Sie die Chance wahr, warten Sie nicht auf die Erkrankung. Die Erkrankung ist viel, viel gefährlicher, auch in puncto jeglicher Organschädigung. Es kann jedes Organ betroffen sein und es kann auch nach der Erkrankung ganz, ganz schwere entzündliche Reaktionen geben. Die sind auch natürlich selten, aber wenn es einen betrifft, dann ist ja jede Statistik egal. Es betrifft uns eigene Kind und man kann sich sagen, ich hätte eigentlich was tun können im Vorfeld. Nutzen Sie die Chance.